Also es ändert sich alles immer wieder. Also wenn ihr zum Beispiel irgendwie Freunde bei habt und ihr sagt, spiel mal das und dann am Ende wieder Hilfe und ihr sagt so, ach du, ihr kennt das schon alles. Keine Sorge, hier, guck mal, das ist das. Und dann steht er da und Zombie kommt und dann sagt er, ey, bist du sicher? Der ist fast hinter mir. Nee, ja, vertrau mir, gib das ein. Dann stimmt's, dann kommst du durch die Tür durch. Okay, da hat euer Kumpel verkackt. Hallo meine lieben Freunde, hier ist der Zukunfts-DNC und ich muss mich bei euch mega fett entschuldigen. Also als ich diese Session, die Runde, alles durch hatte, ne, das Level, habe ich dann festgestellt, nochmal im Nachhinein ein Video angeschaut, wo ich dann auch gesehen hatte, dass auch wirklich normalerweise auch seit Anfang an die Mutter rumläuft als Zombie, ja, und man dadurch, es hatte mich wirklich selber auch schon gewundert, dass ich dachte mir, das kann nicht sein, das wäre sonst sehr low vom Spiel, ja, extrem low, wenn man überall sich frei bewegen kann. Und ja, deshalb habe ich mich dann dazu auch nochmal entschlossen, natürlich nochmal das zweite Mal einen Durchlauf zu machen, während die Mutter dort ist. Und ja, da ich dann aber in der zweiten Session halt natürlich die Rätsel dann schon kenne und alles schon weiß, wollte ich trotzdem hier aus der ersten Session das nicht vorenthalten. Deshalb habt ihr jetzt auch erstmal so einen Teil noch vom ersten Mal gesehen. Und das Wichtigste und das Meiste, sage ich mal. Und ich wollte aber euch trotzdem nochmal so vielleicht zwei oder drei kleine Ausschnitte folgen gleich noch aus der ersten Session, die witzig waren, vielleicht so ein bisschen so eine kleine Highlights. Die wollte ich auch nicht vorenthalten, die wollte ich noch reinschallern und ja, danach kommt der zweite Durchlauf, aber keine Angst, keine Panik kriegen, das dauert nicht wieder so lange, weil es die zweite Runde ist, geht schneller und da seht ihr noch ein bisschen ein paar mehr Sachen, die noch dazugehören, die man noch machen muss, ne, im Spiel. Ja, auf jeden Fall habe ich gedacht, nee, ich muss unbedingt nochmal machen, das wäre sonst zu langweilig auch für euch. Und ja, dann wünsche ich jetzt viel Spaß mit der zweiten Runde, während die Mutter uns aber verfolgt und dann später der Vater auch dazu. Und dann würde ich mal sagen, Vollgas, Alter. Hör auf! Was, wenn ich zumache? Oh! Oh, ey, damit habe ich gerade gar nicht gerechnet. Was hat denn die Leiter dir getan? Verdammt nochmal, Vater! Bist du des Wahnsinns geworden? Vater! Guten Tag, Vater. Bist du des Wahnsinns? Was? Was war das? Alter, hab ich einen Schocker bekommen. Alter, was war das denn? Bin ich da einfach gemütlich am Hochklettern und denk mir, ja moin, ja, ich hol mir jetzt den Stein. Auf einmal guck mich die Statue an. Was geht denn mit ihr ab? Pine Road, Kentucky, 9:05 Uhr. Hey, yeah. Steve, are you done brushing your teeth yet? Yep. Yeah. All in here. I'm going to go check on your mother. Think you can tuck yourself into bed tonight? Yeah, I guess so. Is mommy gonna be alright? Oh, I'm sure she's fine. Your mother's probably just worn out from all the unpacking you've been doing. By the way, how do you like your new home? I like it, but it's a little bit scary, especially at night. Charlie sure seems to like it though. He's got a lot more room to run around, that's for sure. Yeah, he sure does. All right. Good night. Sleep tight. I'll see you in the morning. Good night, Daddy. I love you. Oh, and give Mommy a kiss for me. I love you too, sweetie. I will. Hey, don't worry. I'm sure your mom will be just fine. Come on, boy. Let's go check on Mom. Ja, ich glaube, Mom checkt gleich den Hund bald. Wir können gar nicht Zähne putzen. Das Kleine will gar nicht Zähne putzen. Alter. Reicht.
So, reicht. Alles klar. Au. So, wir kommen hier nicht irgendwo durch. Jetzt, wir schauen mal, ob hier noch so was ist. Weil, war auch, ich fand's auch komisch. Die haben doch am Anfang über die Mutter geredet und wir treffen denn am Ende plötzlich nur den Mann an. Das wird schon stimmen. Und jetzt bin ich auch mal gespannt, auch mal zu gucken. Also bei ihm, ich weiß nicht, ob es an der Schwierigkeit lag oder so, auf jeden Fall war die Mutter war sehr schnell. Ich frag mich, warum. Okay, jetzt mal schauen. Hä? Also es kann jetzt krasser werden. Wir hatten ja jetzt wirklich einen sehr gecheaten Modus. Wäre auch zu kum... Nee, guck, da sieht man jetzt. Das war vorher nicht. Nee, es ist nicht die Mutter, das ist der Vater. Bin ich der Meinung. Vorher haben wir niemanden dort gesehen. Wir hatten nur den Hund gesehen. Ne, bin ich fest der Meinung. Wir hatten nur den Hund gesehen. Und da, wo ich bei dem das Video gesehen habe, da bin ich auch der Meinung, da sah man nur den Hund. Mom, Dad, is everything okay? Mom, Dad? Was macht ihr mit Chuck? Mommy, you're scaring me. Go hide. This is a nightmare. Please wake up. Please wake up. I got to escape and call for help. Passiert? Ist immer noch da. Dad? Das ist Mutter. Oh Gott. Was? Was ist denn das für eine Verarsche? Da, das ist die Mutter, wa? Das ist die Mutter. Guck mal, die rennt ja viel schneller. Die ist schneller, glaube ich. Mutter! Lass mich in Ruhe! Geh weg hier! Aua! Hey, ich habe meiner Mutter eine gegeben. Das kann nicht wahr sein. Hä? Ach, jetzt erst. Pass mal auf, Muttern. Ich zeig dir mal, es ist Kindergewalt. Gewalt gegen Kinder, ist das klar? Komm mit! Jag doch lieber den Fernseher, du Dummbold. Okay. Ja, da ist es doch schon ein bisschen intensiver, weil wir jetzt hier die Mutter haben, die uns jagt. Dann ist das Ganze intensiver. Also wenn ihr selber spielt oder sonst oder das Spiel habt oder es geholt habt oder noch vorhabt zu holen, dann werdet ihr es auf jeden Fall intensiver erleben als eben den ersten Durchgang, falls ich das... Ich weiß nicht, was ich alles anwenden werde, aber jetzt kenne ich schon alles. Deshalb würde ich jetzt nicht nochmal alles auf Grund neu machen, nach dem Motto, ich kenne nichts. Kann ich nicht, mache ich auch nicht, sowas. Die ist weg. Ja. Weil es wäre auch noch schwerer gewesen, noch das ganze Rätsel alles zu lösen. Und die Mutter läuft hier die ganze Zeit noch rum. Aber deshalb hat mich schon gewundert, man könnte sich hier so viel verstecken überall. Und dann aber nur der Vater? Das wäre auch zu komisch gewesen. Da. Oh Gott. Oh Gott, die kommt wieder. Mom? Mom? Was ist mit Mama passiert? Oh,
Mama kommt wieder hoch. Wo geht die denn jetzt hin? Mom? Oh, Mom geht da lang. Oh nein. Mom. Kannst du das einfach mal so zum, damit fürs Feeling einfach das nochmal in Schnelldurchlauf mache? Weil wir ja schon alles gemacht haben. Ew, spider webs. I really, really hate spiders. I can't go through these webs. Hiya! Mal gucken, ob sich's ändert. Oder ob denn das weiter so ist. Hä? Lamps. Nein, es ändert sich. Es ändert sich. Ah. Ach so, warte mal. Das müssen die oberen Zahlen sein. Oder? Nee, ist egal. Muss Hauptsache gleich sein. Muss so schon sein. Ah. Also ist man die ganze Zeit beschäftigt, verfolgt die Mutter einen schon die ganze Zeit. Und der Vater ist dann aber ein bisschen langsamer. Und die Mutter ist halt so schnell. Alles klar. Aber ich glaube, ich mache für euch, spiele ich es hier trotzdem weiter. Nochmal hier einmal schnell und schnell durch. Jetzt kenne ich ja alles. Das Feuerzeug. Oh nein. Ich glaube, das war zu laut. Hier war das Feuerzeug. Okay. Okay. Ich glaube, im Keller ist er nicht so. Wie eine Ratte. Im Keller ist sie gerade nicht so viel. Glaube ich. Ach Scheiße. Let's go. Für die Badewanne und allgemeines Wasser, dass wir auch warmes Wasser haben. I bet the hot water is working now. Wir sind verletzt. Oh nein. Kommt hier jemand? Ja, weil das macht er natürlich am Anfang war blöd, da ist kein Zombie rumgelaufen. Und jetzt macht es natürlich, ist schon ein anderer Effekt, weil jetzt auch jemand hier rumläuft, ne? Schon was anderes. Oh Gott. Hier unten ist er aber trotzdem nicht mehr. Hat also trotzdem manchmal schon seinen Freiraum. Die ist ja auch schnell.
aber gleich schnell wie wir ungefähr. Aber ich kann da trotzdem um eine Ecke kommen. Ist ja das, was einen so... Und jetzt kenne ich ja das Haus auch. Ist auch wieder ein bisschen was anderes. Okay. Okay, okay, okay. Sind wir hier? There's something stuck in the ice. I need to find a way to melt it. Okay. Was? Nein. Oh Gott. Nicht so laut, ey. Einfach wirklich, weil sie überall sein kann, Alter. Aber es ist trotzdem, also ja. Schlimmer wäre es natürlich, wenn die jetzt drei Zombies wären. Das wäre auch wieder was anderes. Jetzt gerade gleichzeitig. Ernsthaft? Oh Gott. Okay. Da sind wir nicht lang. Ich höre jemanden die Treppen laufen. Was war das? Okay, ist schon was anderes. This compass, it's pointing to something. Ah, dadurch könnte man das erraten, oder? Das Blaue? Jetzt sind es nämlich auch andere Zahlen. Das ist, welche Zahl zuerst kommt. Ah! Aber hatten wir ja gut geregelt. So auf gut Glück. Mit der Kombination. So, die ist weg. Oh no, this is the only way out of here. I need to find a way to unlock this. Und das ist wieder anders. Bei dem Typen, bei dem ich das gesehen habe im Video, um nachzuschauen. Was? Was? Von wo? Ja, du hast mich schon gesehen, ist klar. Guck mal, die ist schneller. Bei dem ich das gesehen habe. Oh Gott. Der ist hier nämlich hier lang, da war vor dem Hund auch nichts bei ihm. Und dann ist er hier lang und die ist auf einmal irgendwie da hervorgekrochen. Also irgendwie verschieden anscheinend. Und bei mir war er eben direkt schon vorm Hund. Also deshalb lag der Hund. Deshalb war schon komisch, warum ist der Hund tot, aber nichts ist passiert, weißt du? Aber modern war das. Was haben wir denn jetzt gemacht? Achso, wir haben vorne die Tür angeguckt. Jetzt brauchen wir... Dingsterbumster. Shit. Okay, wir müssen hier hoch. Wir können hier hoch. Erstmal geheilt. Kommt hier nicht lang, oder? Nee, guck mal, die kommt hier gar nicht lang. Ist hier noch irgendwas? Achso, diese Bälle da. Ist egal. Die ist aber nicht hier oben. Trotzdem haben wir aber das gute Glück, dass trotzdem die Person nicht hier oben ist. Also... Man hat trotzdem an manchen Zonen hat man schon sichere Zonen drin. Zum Beispiel hier kann ich ja wissen, zu 100% eigentlich auch, dass hier jetzt keiner ist. Weil die war ja eben hinter uns. Und ist weg. Also unten. So.
Hä, ist schon wieder das Gleiche. Ich hab's doch vorhin eingegeben. Dann macht das Spiel, reagiert anscheinend darauf. Erst wenn du es gesehen hast. Lambs. Das, wo ich nämlich geguckt habe bei dem Typen, das beim Video, da hatte der Snack. Da stand ein anderer Satz denn da. Oh, Lambs. Oder hängt die jetzt da unten rum? Niemals. Höppel, hör auf. Nee. Bisher nicht. Oh Gott, die Ratte, Alter, hat die mich erschrocken. Ach, wir haben das eine Emblem hier. Das müssen wir auch noch reinpacken. Okay, die ist nicht hier. Vielleicht aber so, vielleicht habe ich es falsch. Hatte ich doch so gemacht. Vielleicht erkennt das Spiel erst, ob du es gesehen hast und denn. Okay. Jetzt haben wir zwei. Es war so, als hätte ich gerade Treppen gehört. So, manchmal hat man aber dann auch Schweine, dann ist die wirklich nicht da. Da. Three left to go. Und hier. Halfway there. Ich will gerade gucken, ob wir uns verstecken können vor ihr. Wir konnten uns vor ihr verstecken. Oder ist die über uns? Ich glaube, die ist über uns. Nee. Hä? Okay, hatten wir die noch einen Schlüssel? Wo waren der Schlüssel? Ich glaube, der war doch unten. Mit dabei. Guck, und so kann man sich auch sicher fühlen, trotzdem hier unten, ne? Ist dann auch nur oben ein bisschen heikler. Oh Gott. Ratte. Du kleine Ratte. Ja, ihr merkt schon. Oh. Ich weiß ja nicht, wie ich es jetzt nämlich schneiden werde. Wusste ich jetzt auch nicht, ob ich den Anfang trotzdem noch nehme und das hier erst nur als schnelles Ding nochmal nachträglich zeige. Auf jeden Fall merkt man da selber auch. Ich bin jetzt auch gerade so ein Typ, ich möchte es. Das war davor, das war ein Bug. Ne? Und dadurch den Mission erfolgreich beendet. Aber man möchte selber auch das Gefühl haben, so wie das Spiel es vorhergesehen hat, ne? Wie es für dich vorbereitet hat. Wie es sein soll. Das möchte ich selber auch so spüren.
Sonst könnte ich ja so schön, hab mich dadurch durchgeschmuggelt und sagen, ja gut, ich hab das Kapitel auch schon durch, haha. Ja, aber in Lauch, Spielmodus Lauch. Welchen Schwierigkeitsgrad möchten Sie gerne spielen in diesem Level? Lauch. Okay, es wird Sie nur einer verfolgen. Oh oh. Geh weg. Lauch, okay, es wird Sie nur einer verfolgen. Der verfolgt nur der Vater einen, der so lahmartig ist, wenn man auf Lauch spielt. So, und dann kann man, man kann ja auch so nur wegrennen, aber man kann sich halt auch verstecken. Hi. Guck mal, sieht mich wieder. Okay, eigentlich können wir die jetzt, die Taschenlampe wieder wegnehmen. Die brauchen wir ja wirklich nicht mehr. It looks like a piece is missing. Ja, alles gut. Ciao. Oh Gott, Gänsehaut kriegt man schon, wie die einem so hinterher. Die sehen auch so übernatürlich groß aus. Vielleicht ist ja auch extra gemacht, weil jetzt die Eltern sind. Und man selber ist ja noch so ein kleines Mädchen. Ja, komm. Mein kleines Heslon, hm? Aber wie die hier reingestürmt ist. Zum Schrank. Das war wirklich übertrieben, ey. Ja, komm, geh mal zum Fernseher. Hihi. Erstmal schön zum Fernseher gejoggt. Vor allem. Gelockt. Sauber. Sauber. So, und jetzt ist der Vater wieder da. Jetzt ist Vater wieder da. Und hört sich wieder. Oh Gott, und Vater kommt jetzt nämlich auch. What's wrong with you? Stay away. Und die Mutter ist da. Und Vater ist ja mehr der Langsame vom Bein. Oder? Er ist ja auch so schnell. Nee, guck mal, der ist ja ganz langsam. Schnell. Drei. Eins. Warte, eins war blau. Was war drei? Rot. Drei. Oh oh. Sieben. Das davor war einfacher. Wir müssen es so platzieren. So. Hä? Ach so, hier ist es markiert. Hier haben wir rot. Das ist die 3. Das ist die dritte Zahl. Das hier war 1. Blau. Oh, hallo. Guten Tag. Blau, 1. Ist auch als erstes dran. Guck mal, man kann sich gar nicht konzentrieren. Blau war die 1. Und war selber auch eine 1. Scheiße. Oh, guck mal, hä? Wurde gar nicht abgelenkt davon. Was ist denn das für ein Scheiß? Guten Tag. Da ist Vater. So. Blau. Da ist Vater immer noch. Blau war die 1, ja. Und kommt als erste Zahl. Also zuerst kommt 1.
3. Passt genau ein. 3, 3. Also Rot kommt als drittes und ist die 3. Das stimmt gerade genau überein. 1, 3. Das ist ja eigentlich ganz einfach, wenn ich mir so im Kopf behalte. Da ist auch 3 und da war 7. 1, 3, 3, 7. 1, 3, 3, 7. Ja, der nimmt jetzt nicht richtig. Warum nimmt er die hintere Zahl dort? Kann mir das jemand erklären? Eins, drei, drei, sieben. Wir haben's. Wir haben gerade unsere Ruhe. Okay, wir haben echt unsere Ruhe vor zwei Zombies. Jetzt kommt wieder dieses, die Statue guckt. Wieso sind wir letztes Mal runtergefallen? Ich dachte, das war deshalb. Ist die Statue? Ich dachte, das war wegen diesem Schocker. Deshalb ist die Statue... Ciao. Wenn man es weiß, geht es ja hier alles. Aber das Rumrätseln, das bringt einen ja um. Das macht einen ja so kirre. Und dann wirst du noch verfolgt. Wenn du nicht weißt, worum es geht bei dem Rätsel, was du da erfüllen musst. Guck mal, das haben wir. Just one more. Ach so, wir brauchen das Ding ja für da. Okay, okay. Noch haben wir hier Luft. Da oben. Wer hat mich jetzt entdeckt? Oder hinter uns? Perfectly. Nee. I can now rotate Nur the er. Globe. Ne? Krall. Was? Krall was? Ja, und warum passiert jetzt hier nichts? Ach so, wir müssen das hier noch drehen. It looks like a secret door opened on the globe. Danke. Tschö. Mach's gut. Oh Gott. Hoffentlich ist die Olle nicht hier. Oh nein, ich weiß nicht, ob das schon wieder diese Tiere waren. Wir müssen es probieren. Mann. Das haben wir immer im Auge. Kommt jemand auf jeden Fall. Fuck you! Arschloch. Ach. In der Zeit können wir mal gucken, ob es richtig war. Mami und Daddy! Wo ist die Polizei oder so? Mami und Daddy verfolgen mich. Oh, sind diesmal andere Sachen. Unten wieder das Ding. Oben auch, aber in der Mitte ist diesmal ein Pinguin. Also es ändert sich alles immer wieder. Also wenn ihr zum Beispiel irgendwie Freunde bei habt und ihr sagt, spiel mal das. Und dann am Ende wieder Hilfe und ihr sagt so, ach du, ihr kennt das schon alles. Keine Sorge, hier, guck mal, das ist das. Und dann steht er da und ein Zombie kommt und dann sagt er, ey, bist du sicher? Der ist fast hinter mir. Nee, ja, vertrau mir, gib das ein. Dann stimmt's, dann kommst du durch die Tür durch. Okay.
Da hat euer Kumpel verkackt. Und er hasst euch. Weil das Spiel einfach die Rätsel immer wieder neu aufwirft. So, in der Mitte. Oh Gott. Pinguin? Ist das schön, dann kann man den Freunden oder so auch nicht Bescheid sagen. Was sie nehmen müssen. Und schummeln. Oh. Das wär's, jetzt kommt die Mutter da raus. Das will ich ihnen zutrauen. Oh Gott, schnell Pillen. Oh. Oh nein. Oh! Alter, bombt die erstmal die Tür weg. What the fuck? Du bist da. Wow! Tschüss. Alter. Hi. Ach, da ist Modan. Das ist Modan. Ciao. Mutter, Vater und Mutter. Was ist mit ihm passiert? Ist sie runtergesprungen? Dann wäre die auf jeden Fall härter. Ach, schnell. Ich rufe die Polizei. Done. Now to get out of here. Oh nein, guck mal, da ist Daddy. Hör auf. Hör auf. Nein, kommt doch zur Vernunft. Nein, lass mich. Ich gehe jetzt. Ich hab's frei geschafft. Mami und Papi, es war mir eine Ehre, dieses das zweite Mal zu machen, aber diesmal richtig. Mami, bleib genau da, wo du bist. Lass mich dich erlösen. Kommt nicht zu nah. Ich gehe. Ich werde euch verlassen. Ich werde euch für immer in Erinnerung behalten. Für immer. Papi, du auch. Papa, stolper nicht. Oh Gott. Papi ist gestolpert. Oh nein! Oh nein. Oh nein. Nein! Schön daneben. Das ist geil. Das ist Mama. Ich werde so viele Kugeln, ich noch habe, das hier verteidigen, dass euch nichts passiert. Jetzt gibt doch Vernunft. Mami ist stärker als Papi. Hört auf. Die letzten Kugeln. Es tut mir leid. Oha, Alter. Hör auf! In Wash! Hört auf! Ja! Ich hab noch genug für euch! Wie viele haben wir denn? Meine letzte Kugel. Die ist für euch. Oh, daneben. Macht's gut. Macht's gut, neues Haus. Ich habe das alte Zuhause eh lieber gemacht. Macht's gut.
So, dann war's das mit Level Charlie, ne? Das war's mit Charlie. Und ja, als Fazit von mir, von meiner Seite aus, für das Level. Jetzt hat man gemerkt beim zweiten Durchgang, dass es dann schon doch schon anders ist auf jeden Fall. Die erste Runde war ja dann, wenn nur der Vater zum Schluss rumrennt, nur ganz langsam vor allem, ist er dann ganz schön lame, sehr langweilig auch. Also anders, wo man sich denkt, euer Ernst. Aber jetzt war schon ansprechender, das war schon besser. Da hatte man doch schon mehr Angst bei der Mutter am Anfang die ganze Zeit, weil die auch schneller ist. Hat man schon Schiss gehabt, dass die einen erwischt oder dass die an jeder Ecke hängt. Und ja, mit Rätseln, rumrätseln, dann braucht man auch noch ein bisschen Zeit dafür. Ja, an sich schon nicht schlecht, aber für mich persönlich, es war nicht zu 100% so meins. Meins ist denn lieber, wo ich auch geguckt habe, gerade Biotech, da hoffe ich, dass es da auch schon wieder anders aussieht. Da stand auch in der Beschreibung bei Level 1, dass wir irgendwie so ein neuer Angestellter sind von Biotech. Also habe ich es verstanden. Und das klingt schon wieder mehr nach auch Waffen und nach einem Erwachsenen. Das mag ich denn schon mehr, wo wir vielleicht groß sind, ein erwachsener Mann und laufen rum und haben dann Knarren und alles, Pistolen und dies und das und bang. Ist schon ein bisschen anders. Das ist schon ein bisschen meine Richtung, die ich denn lieber mag. Ja, das war an sich ja schon ganz nett und so, aber da hat man ja gemerkt, man konnte auch die Zombies wirklich nicht töten. Ne, das war natürlich auch geil dann daran, das wäre ja zu langweilig gewesen. Und alles andere wäre dann auch sinnlos gewesen, wenn man gesagt hätte, man, die können sterben. Denn ist da nicht nur Mutter und Vater vielleicht, denn, sondern vielleicht ist dann die Tür aufgegangen und eine Meute kam rein. Aber das wäre auch kacke, weil wenn es 10 Leute sind und du tötest 10 Zombies, dann sind die tot und da dürft keiner mehr rumlaufen. Und sowas einfach besser zu sagen, Mutter und Vater ist da, kleine Mädchen kann sich verteidigen, aber hat natürlich keine Kraft, um Zombies zu töten. Oder noch nicht die Erfahrung. Und von daher sterben die nicht, ne? Und sie kann nur irgendwie flüchten und alles tun, abzuhauen. Ja, jetzt haben wir es geschafft. Und ja, ist an sich mal als Abwechslung mal ganz nice, aber ist nicht ganz meins. Ich will mich lieber schön verteidigen, wehren, eine Waffe ziehen, Pistole, bam, 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 ne? Das ist denn eher so meins. Ne. Das finde ich für mich denn schon besser. Ich muss aber auch dazu erwähnen, ich finde es auch schon ein bisschen schade, weil ich bin auch so ein Typ, der so sich ganz doll und ganz stark für Story interessiert, ja. Und dann sieht man immer bei den Abschnitten zum Schluss immer, sieht man jedes Mal, wie so die Fortsetzung, die Story, wie es weitergegangen ist, wie sie dann weitergelaufen ist, stand jetzt wieder da, rumgelaufen ist, so Erinnerung daran hatte an ihre Eltern, da hat sie aber einen alten Chief of Police getroffen und der hat sie mitgenommen, war auch mit anderen Überlebenden noch. Und auch gezeigt, so ein Bunker oder sowas gezeigt, wo sie sicher ist. Und auch die Storys davor, da wurde auch sogar erzählt als Weitererzählung, dass die irgendwie mitgekommen sind und sie haben sie mit dem Bus und so weiter. Ich glaube, das war ja bei der letzten. Und dann stand auch drin, dass die irgendwie verunfallt sind mit dem Bus und da waren noch andere feindliche Überlebende oder Sicherheitstypis oder so, die auf die geschossen haben. Warum einfach, finde ich traurig, warum die Story dort einfach vom Spielerischen nicht einfach weitergeht, ja, weil die Story ist ja so, man spielt es, erspielt sich das den Anfang und dann wird's abgekattet und vorbei, ja, und ich würde lieber einfach an der Story weiterarbeiten und die Story weiterspielen, ne, und so ist jedes Mal immer wieder ein Cut und man spielt schon wieder was Neues, eine neue Story fängt die an, ja. Das würde ich auch schon geil finden, wenn man da auch so ein bisschen die Story noch ausbaut, vielleicht als weiter Fortsetzung oder sowas und, die Storys weiter miterlebt. Story ist nämlich eins der wichtigsten Sachen mit bei, ja, Storys. Also vor allem sowieso auch für mich, ja, also Storys sind eins der wichtigsten Sachen. Wenn die Story nicht passt, ist das Spiel meist, selbst wenn Gameplay kann dann das geilste Gameplay sein, dann kann man sagen, gut, doch, das Spiel ist gut vom Gameplay, aber die Story ist halt, ja, und dann macht es auch keinen Spaß. Also es muss schon alles stimmen, ne, und Story auch. Dazu zählt für mich auch, dass die Story auch weitergeht, ja, und dass man es weiter bespielen kann, weil du gibst deine Charakterfigur ab und dann, ja, toll, und dann am Ende stirbt irgendwo oder man liest nicht mehr weiter, was weiter passiert. Man interessiert sich halt dafür, was weiter passiert und was man noch alles erleben kann. Aber gut, da ist es so. Gut, dann würde ich sagen, ab nächsten Mal geht's wieder weiter mit Biotech, ne, mit 7 Kapiteln. Da bin ich gespannt.
Wie schon gesagt, das wird wahrscheinlich halt, soweit ich rausgelesen hatte, für den ersten Teil ist es so, dass wir ein Mitarbeiter sind bei Biotech und da wird dann wahrscheinlich bestimmt ein Unfall passieren, irgendwas. Ja, sind wir gespannt. Klingt auch wieder nach Bum 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 und Waffen, Waffen, Knarren. Und dann sehen wir beim nächsten Mal weiter, was da passiert, ne? Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen, natürlich wie immer. Und habt noch einen schönen Tag. Haut rein, bis zum nächsten Mal und...